Ich heiße Petra Köder, bin seit Mitte Mai hier als Corona-Helfer unterwegs. Bin zweimal die Woche für 4 Stunden ungefähr zum Aufräumen und Einräumen da. Ich habe IT studiert, bin seit 34 Jahren bei einer großen Firma und jetzt zuständig für Mitarbeiter-Events und interne Mitarbeiter-Weiterbildung. Warum? Weil ich was zurückgeben möchte. Ich bin seit 13 Wochen in Kurzarbeit klar kann ich mich natürlich auch zu Hause hinsetzen oder mein Häuschen renovieren und alles tipptopp machen, aber davon hat die Allgemeinheit nichts. Dadurch, dass ich Kurzarbeitergeld bekomme, möchte ich eben einfach was zurückgeben an die Gemeinschaft. Und das ist mein Anteil, dass ich hier als Corona-Helfer unterwegs bin. Also ich komme morgens und wenn die Ware kommt, räume ich zuerst mit einem Kollegen die Molkereiprodukte und Kühlprodukte ein. Und danach geht es ans Trockensortiment. Für mich macht das Einräumen von Kosmetika und diese Deos und sowas Spaß, ist nicht so schwer. Konserven ist eher nicht so mein Fall, aber das wird dann auch zugeteilt. Das ist eine willkommene Abwechslung zu der Tätigkeit, die ich sonst mache. Als Kopfarbeiter sitzt man schon sehr viel und dieses körperliche Arbeit ist fast so gut wie ein Fitnessstudio. Da braucht man nämlich dann nicht ins Fitnessstudio gehen, da kann man sich auch so gut betätigen. Eben mein Beitrag in der jetzigen Krise, für dass ich nicht einfach nur auf dem Sofa sitze und was tue. Ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil es einfach Spaß macht. Es macht ein gutes Gefühl, helfen zu können.